Was geht ab, meine Musikfighter aus Rion? Wir sind gerade mit den Jungs vom Kino gekommen, wollten uns kleine Review von uns geben, mal kurz sagen, was sie so gefunden haben. Dabei gehen wir am besten von Anfang, Hauptteil, Schluss. Ich mache mal den Anfang am besten. Der Film so, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Hype ist oder ohne Hype, aber der war krank. Der war eines der besten Filme, die ich je gesehen habe. Ich meine, es hört so zwar Hype an, aber wenn man ihn gesehen hat, dann kann man es wahrscheinlich sagen. Am Anfang haben die wirklich kurz und knackig gemacht, fand ich. Mit dem Anfang hatten wir das, was sie gebraucht haben für die Storyline, sag ich mal, für die einzelnen Charaktere, damit wir wussten, okay, dass der ist so drauf, oder zum Beispiel von der Vergangenheit von Broly haben wir gesehen, was Bardock. Richtig geil war. Bardock war richtig krank, da können die Jungs gleich drüber reden. Ich sag mal einfach eins von dem Anfang, was mir gefiel, einfach Gine, Kakarots Mutter, wenn ihr sie nicht kennt. By the way, wir sind schon mittendrin, aber es ist natürlich ein Spoiler-Alert, ne? Wenn ihr den Film nicht gesehen habt, dann ciao. Aber Gine war halt richtig geil, also Kakarots Mutter. Ich habe mich damals immer gefragt, so wie sieht die Mutter von Kakarot aus, nachdem ich Bardock gesehen habe. Ich meine, ja, bei Minus habe ich sie gesehen von dem Manga, aber im Film war es komplett anders. So die Gefühle, wie sie vorgebracht haben, wie sie Kakarot weggeschickt haben, es war wirklich einfach geil. Und wegen Bardock. Also das war echt eine der emotionalsten Szenen, die ich in so Animes oder so gesehen habe, nach Prinzessin Mononoke, wo er kleiner in der Kapsel war, nach Hause, auf die Erde geschickt wurde. Ey, das war echt... Jetzt, wo du sagst, wegen Prinzessin, tralala, ganz ehrlich, als ich den Film gesehen habe, ich habe nicht so viele Ghibli-Studio-Filme gesehen, aber irgendwie fand ich, der kam schon an dem Rand. Auch die Sterne und sowas. Die Musik war auch richtig geil. Ich habe es richtig gefallen, was da für Musik immer... Die Musik war echt gut. Die Musik war... Also war echt in keinem Dragon Ball Set, in keinem Film bis jetzt irgendwie so wie jetzt in dem. Also es hat es echt nicht angefühlt wie ein Dragon Ball Z-Film, sag ich mal, sondern es war wie ein... Richtiger Anime, so wie ein Film einfach so. Die geilste Szene von Bardock, wo der... quasi so wie die den in dem Film dargestellt haben, nochmal als quasi einziger Held, wo Freezer das auf die auf Planet Vegeta schießt und er ist der Einzige, der sich quasi dagegen zu vertan. Das war richtig geil, das war übertrieben geil. Bardock auch an sich, ich habe am Anfang gedacht, Bardock wird so ein bisschen nicht so, ich sag mal jetzt, männlich, weil auf meinem war ein bisschen so harmlos, würde ich nicht sagen, aber der war so ein bisschen Jungen. Väterlicher, ja. Und das haben die auch gebracht, dass er väterlich war, wegen Kakarot und so. Der hat Bardock war das Geile, der hatte die Vorahnung, dass irgendwas passiert, als er ankam auf Planet Vegeta. Genau, und dann ist er zu seinen Fan gegangen. Gine war so am Kochen, sag ich mal, der geht hin, Gine, komm mal her, wir müssen reden wegen Kakarot, wir müssen den wegschicken, weil so und so. Das war richtig geil. Und der hat quasi zu Kakarot hat er gesagt, also Gine hat gefragt, was ist mit dir, du bist eigentlich gar nicht so, dass du quasi so auf deine Kinder bist und so. Und er hat gemeint, also er hat es so rübergebracht, als würde ihm an Kakarot mehr liegen, als er es dir gezeigt hat, weil er hat auch gesagt, er ist mein Sohn, der zur unteren Klasse gehört. Und der, also es kam für mich so rüber, dass er ihn wegschicken wollte, damit er quasi seinen eigenen Weg baut und stark wird, sag ich mal, und nicht als Low-Class-Warrior angesehen wird, sag ich. So kam es rüber. Und Vergangenheit von Broly. Alter, das war richtig, Mann. Das war echt so geil. Das ist ein richtiger Trainingslager auf dem Planeten. Das ist ganz anders, als wir bisher gesehen haben. Der wurde komplett anders dargestellt, als wir ihn kennen. Also der alte Broly, sagt mir, der ist gestorben. Der ist wirklich gestorben. Der juckt gar nicht mehr. Der hat immer nur ein Wort geschrieben. Das ist der Wahnsinn. Das ist was ganz anderes jetzt. Das ist auch Background. Vor allem, als man ihn direkt gesehen hat, Kid Broly, wie aggressiv der aussah. Man hat gesehen, der hatte direkt eine Ausstrahlung, der hatte direkt Charakter. Und der alte Broly von zuvor, so heulig. Aber dieser Broly war richtig geil. Merlin war es zu dem Anfang, sag ich mal. Ja, Freeze kam dann, hat das die ganze zerstört. Ja, typische Szene halt, also ich fand's gut, dass nicht geändert wurde oder so. Nee. Wobei Freeze, der Penner, Alter. Als sie ankam mit King Kurt und der hat so, der war eigentlich ein Pisser noch, als sie da ankam. Was mich bei Freeze nur gewundert hat, haben wir doch auch drüber geredet, der auf einmal rot. Ja, Pink, ja. das haben sich viele gefragt. Vorform vielleicht? Nee, das haben sich viele gefragt. Als der Trailer rauskam, da habe ich Ruffy angeschrieben, schaut an Ruffy auf jeden Fall, und der hat gemeint, das haben die damals aus dem Manga-Cover übernommen. Als erstmal Freezer gezeigt wurde, da war der auch so pink. Ah, so also Originals-mäßig. Ja, Original, ja, Classic, ja, sag ich auch mal. Auch cool, cool. Fand ich auch also, cool. Ja. Genau, wenn wir über den Zeichenstil noch kurz reden würden, der Zeichenstil ist hammer getroffen. Also, ja, das ist echt ja, richtig gut. Gut ab, echt, wie das gibt. Es gab ein paar animierte Szenen, ja. Was ein bisschen in nicht England so gut war, aber im Ganzen war das. Alter, das war richtig geil. Overall fand ich, der Zeichenstil hat das getroffen, worum es gehandelt hat. Ja. So mehr oder weniger die Vergangenheit von den Saints. Also, war so oldschool, ja, Classic, sag ich mal. Und dann kommen wir auch wieder eigentlich zum, Hauptteil. Der Hauptteil, der ist auf einmal eskaliert. Den Anfang hatten wir kurz und knackig, wir haben zwar lange darüber geredet, aber es war kurz und knackig und dann
ging der komplette Film ab. Es war sein Magic Moment, fand ich. Die haben echt, ich glaube, die haben eine Stunde lang nur gekämpft. Es gab, glaube ich, eine Minute lang Dialog wieder mit der Fusion und so. Und dann ging es auf die Stelle, wo die gelandet sind und wo der rausgekommen ist. Das war dein Moment. Ja, genau. Die wollen da echt nur kämpfen. Das war total. Genau. Was er meinte ist, als sie ankamen auf der Erde mit Freezer, mit Paulus und Broly, die steigen aus. Broly, der tickt. Seine Unterarme zucken. Der guckt Vegeta an. Paulus sagt, ey, du bist Vegeta und so, ich will mich an die rächen. Vegeta sagt, das ist nicht mein Bier, so im Endeffekt. Was willst du von mir? Nächste Sekunde, Broly stürmt drauf, der gibt ihn eine. Der klassische Vegeta und Broly. Das Ding ist, die haben nicht viel geredet, die haben einfach gekämpft. Ja. Auch Vegeta nicht. Ja. Und wie die gekämpft haben, Vegeta hat so gemerkt. Also technisch auch, richtig. Ja, technisch. Da habe ich wirklich gemerkt, dass Vegeta und Goku in den Kampf aus dem Turnier gelernt haben, weil die haben auch mental und genau, sowas, wie die kämpfen. Genau, nicht mehr, nur weil damals hat der Whis, glaube ich, gesagt, dass Goku ist eher der halt nicht überlegt und Vegeta ist der überlegt. Mhm. Und ihr müsst es ablegen und gut kämpfen. Das haben sie irgendwie meiner Meinung nach echt gut übergesetzt. Also auch Goku später bei seinem Kampf, der war intuitiv. Ja, genau. Das genau. ist so Nachwirkung von Ui. Vor allem, du hast es vorhin gesagt, als wir essen waren, Goku hat im Kampf, so kam es für uns rüber, versucht, Broly beizubringen, wie man kämpft. Ja. Weil Broly war jetzt nicht böse, aber ein Höhlenmensch. Der hat nur gegen Tiere gekämpft. Und als er zum ersten Mal gegen Goku und Vegeta gekämpft hat, hat er sich langsam dran angepasst und hat so einen auch Kampfstil entwickelt, sag ich mal. In einer Szene sagt er auch zu Broly so, jetzt musst du mal langsam runterkommen, weil der hat gedacht, dass Broly zu viel, der kann nicht mehr nachdenken. Ja. Der auch einfach, die geile Technik mit dem Festhalten. Ja. Dass er mal runter. Und geil, dass Broly an ihm die gleiche Technik angewendet hat. Quasi in dem Moment dasselbe gelernt hat. By the way, ich denke, die Technik hat er von Jiren abgeschaut. Würde ich auch sagen. Okay. Ja, das war ja ein Turnier. Aber der kann ich glaube nur in der Gottform. Schätze ich mal. Also, wie es aussah, weil er um rote Form war, um ihn dann. Aber die Gottform war geil. Zum allerersten Mal, wie wir das Gottform gesehen haben, wie es inszeniert haben, war richtig geil. Ich kann es kaum erwarten, wenn so eine Sockenkarte kommt. Aber als Goku. Das war brutal. Als Broly Goku auseinandergenommen hat, links, rechts geschleudert hat, so wie Hulk gedubbt wurde. Von wem war das? Loki. Ja, Loki wurde von Hulk gedubbt, richtig. Und Kakarot lag da am Boden und dann hat er mit Piccolo kommuniziert. Und das Geile ist, Piccolo nennt ihn Zan. So richtig coole Buddies, Zan, was los ist, bla bla. Dann ist Kakarot aufgestanden und wir alle dachten, der will in Ui gehen. Aber ich glaube, der wollte, es sah so aus, er hatte kurz zwei Tage, der hat alle Power abgemacht, dann kam die Blue-Form. Aber nicht schön abgemacht. Das war die Transformation zur Blue-Form war brutal. Das war richtig schön gemacht. Ja. Und imagine, dann war halt immer Action, der Kampf ging immer höher, Step by Step. Es war nicht so, dass quasi, okay, der stärker hat sich gegen Super Saiyan. Nee, die haben sich so Step by Step angepasst. Und als Broly die Form annahm, diese Osaru-Form, quasi Broly mit den gelben Augen, genau, dass er sich nicht in Osaru verwandelt, aber die Osaru-Kräfte nutzt. Ich bin ausgetickt. Weil Osaru halt, ist das meine Tier. Das war richtig geil. Und ja, so ging der Kampf nach und nach weiter. Und bis beide dann sozusagen endlich fertig waren. Die konnten nicht mehr. Broly war zu stark. Oder bis Freeze seinen Move ausgekämpft hat. Das war krass. Der Flashback, weißt du, mit Krillin, wo Goku sich das erste Mal transformiert hat. Damit hat der Broly halt hochgejagt, ne? Was macht der? Aber ich schwöre, ich habe das in dem Moment nicht erwartet. Ja? Weil das kam so mittendrin und das quasi, du fragst dich ja, wegen dem Film, fragst du dich ja genau, du fragst die ganze Zeit, wieso, was wird dann im Endeffekt der Grund sein, dass Broly in diese, Super Saiyan. Und dann das auf einmal, das war brutal. Freezer weiß es doch einfach, dass sie durch Zorn. Ja, genau. Da sieht man, dass der Broly die ganze Zeit unterbewusst war. Weil der hat sich umgedreht, hat das gesehen und dann ist er extra ausgerastet. Vielleicht war die erste Frage, weil Freezer hat ja Paragus zwei oder dreimal gefragt, ob das alles war, was er kann. Ständig. Der hatte das die ganze Zeit schon im Hinterkopf. Ja. Dass das quasi das Ass im Ärmel ist. Er hat ja auch Angst, dass Broly Paragus tötet, weil er sich nicht mehr unter Kontrolle hat. Und im Endeffekt kaum ist das so, dass er sich nicht unter Kontrolle hatte. Und dann war es zum Super Saiyan und dann ging es ab. Dann hat er den beiden echt ordentlich mit. Oh mein Gott! Als ich Kakarot und Vegeta weg teleportiert haben, zu Piccolo, dann ist Broly einfach auf Freezer gegangen. Ja, das war so. Die sind ja an ihm so vorbei, über ihn geflogen und Broly hat halt nichts im Weg gesehen, außer ihn jetzt. Genau, so mitgenommen. Und wie gleich dieser Schlagabtausch, so bam, eins nach dem anderen. Holy, das ganze Kino hat applaudiert, diesen ausgelassen. Ja, das war echt geil. So auf die Fresse gesehen hast. So cool. Ja, und dann war die quasi eine Fusion versucht, ja, war peinlich, etc. Tralala. Aber ich fand's cool, dass sie dieses Kurzgarten haben. Ja, Mann. Also die haben nur gesagt, Bilku, Fehlfusion, dick. Dünn, das war's. Und das war, glaube ich, auch so ein Guilty Pleasure für die Fans. Genau. Weil es damals mit ihm genau. Das war man wollte den Dünnen immer sehen.
Ja, allgemein, stimmt, stimmt. Ja. Im Allgemeinen halt nochmal zu zeigen, wie habt ihr wieder die zwei Fail-Formen. Ja, 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 so, so, so ein kleines Gimmick einfach. Ist auch gut gemacht. Aber dann, als du Greta wurde, fragte Piccolo, wie heißt du? Legit, der nimmt sich Zeit, der hat eine halbe Stunde. Wie heißt du eigentlich? Überlegt. Geil fand ich, dass sie Bezug nehmen auf die Protagonfusion. Die haben gesagt, Protagonfusion ist ein Vegetto, jetzt heißt es mir Gogeta. Dann ist er so Broly rüber und der Kampf war eines der besten Kämpfe, die ich je gesehen habe. Wobei die CGI-Szenen ist halt CGI, ist nicht jedermanns Sache, aber ich fand sie nicht so schlimm. Was ich ein bisschen schade fand, war, als sie quasi in ihre letzte Form kam mit Full Power und Gogeta Blue. Das war mit CGI, das war ein bisschen so, das wurde nicht appreciated. Wobei, als es dann plötzlich hell wurde, waren beide wieder normal animiert. Da siehst du doch Broly mit den Bühnen, da nur dieser Übergang. Ja, wo doch in dieser dunklen Welt und dieser komischen Welt war. Das war halt so richtig Dokkan angelehnt. Die SAs kamen von Dokkan, also im Endeffekt andersrum, aber wir kannten schon alles von Dokkan. Aber der Kampf dann letztendlich, also Greta Blue hat den zerrissen. Man hat bei Broly gemerkt, er wurde immer stärker und stärker, hat sich nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Und da dachte ich mir auch, kommen wir zu dem Punkt, wo er sich selbst schadet. Weil er es nicht mehr kontrollieren kann. Genau, weil zu viel ist. Und das Ding ist, was du auch vorhin gesagt hast, wegen Ankündigung, vielleicht neue LR-Karte, die wir bekommen. Könnte sein. Bam! Diese Szene wieder und dieser Move, wo du so ausweicht. Was war das? Das war richtig geil. Guck mal, wir haben den Anfang gesehen. Anfang waren alle so gechillt, so ein geiles Szenen, Gänsehaut bekommen. Auf einmal ging Action und dann haben wir alle diese Pose eingenommen. Ja, alle waren angespannt. Und mir kam so vor, es verging eine Stunde, mir kam so vor, als hätte ich 20 Minuten die Serie angeguckt, eine Folge. Auf einmal waren wir gegen Ende. Das Ende war überraschend, fand ich. Ich fand's aber auch gut. Ich fand's auch gut. Ja. Also Broly wurde kurz weggewünscht von Limo. Wie ist die? Limo! Wie ist die? Limo ist der Typ. Wie ist die? Die irgendwas mit N, ich weiß nicht. Jedenfalls die Wifey mit dem Broly. Die haben keine Ahnung, warum die so animiert haben, aber die hatte schon, die war ein bisschen fake, sag ich mal. Jedenfalls, ich fand's gut, weil die hat sich um Broly gesorgt und im Endeffekt war Broly eigentlich kein schlechter. Und das ist das ist quasi beim Ende. Es lässt viel Zeitraum für offen. Spielraum. Genau, Spielraum, richtig. Ja. Zeitraum, Spielraum, na klar. Weil am Ende kam Karot dahin. Ich fand's eine geile Geste. Ja. Der Anime könnte theoretisch, wenn die jetzt weiter oder wenn die mit einem Film weitermachen, es könnte in jede Richtung gehen. Ja, genau, richtig. Auch ein neues Turnier vielleicht. Alles. Oder irgendwas, dass er jetzt mit denen trainiert oder gegen den trainiert. Das dachte ich auch, dass der da mit denen trainiert. Genau, alles passiert. So, dass er sich zu dem teleportiert und dann mit dem trainiert. Und wie gesagt, stell euch mal die Kombination Virus und Ding vor. Und Broly. Ja. Und er wird durch die zwei Freunde, die er da hat, wird er auch menschlicher. Ja, genau, richtig. Ja, genau, also Broly wird dann quasi durch die beiden immer menschlicher und menschlicher. Und das Ende fand ich sehr cool. Karot ist hingegangen, hat quasi so angedeutet, ich will mit dir trainieren, ich will das Kämpfen beibringen. Es war wie bei Dragon Ball Z am Schluss. Weil ja, stimmt, mit U. Genau, richtig. Genau, eigentlich war es echt richtig. Ja, doch. Neuen Schützling oder halt irgendwas zum, weil, zum Trainieren. Also wir wissen ja nicht, ob Anime weitergeht oder nicht, aber so viel war es zum Film. Ich weiß, wir wissen, der Manga geht weiter und der Manga handelt nach dem Dragon Ball Super Broly Film. Ich bin echt gespannt, was mit Broly noch abgeht. Aber am Ende, Freunde, lasst auf jeden Fall wissen, wie habt ihr den Film gefunden? Wir waren auch einfach überwältigend. Es war einfach überwältigend für uns. Es war richtig geil, mal wieder mit den Jungs was zu starten. Und dann so ein Film anzuschauen, also von Dragon Ball, so Dragon Ball quasi aufgewachsen. Und auch von euch zu sehen. Genau, wir haben echt viele von euch gesehen. Schaut an jeden, der da war auf jeden Fall. Der Schick und weiter. Aber die letzte Frage bleibt natürlich. Wo war Gohan im Film? When I pull up at your girl, mommy wanna